Detlef, dass du wieder da bist. Schatzi, dass du wieder da bist. Es ist so schön, dich zu sehen. Alle Jahre wieder. Ja? Alle Jahre wieder, genau. Und dir gehört der Opening-Slot, haben wir gesagt. Das ist herzallerliebst. Genau, Mannheim Guitar Summit 2023. Ja? Richtig. Und irgendwie kommst du von Session auch nicht los, gell? Nein. Mein Herz schlägt für Session. Ganz genau. Wir teilen ja eine langjährige Freundschaft, genau. Auf jeden Fall. Richtig. Du bist der geilste Typ für PS Guitars Deutschland. Danke. Ja. Danke. Du versorgst uns immer mit Gitarren. Ja. Ja. Momentan haben wir sehr viele von dir. Das hast du gut gemacht. Ja, vielen Dank. Aber du hast sogar noch mehr mitgebracht. Ja, ich habe auf der Summit jetzt hier eine schöne Auswahl an PS Gitarren mitgebracht, die so auch das ganze Spektrum abdecken soll, was PS in puncto E-Gitarre macht. Wir machen ja nicht nur E-Gitarren, wir machen ja auch noch Akustikgitarren, wir machen Amps, wir machen Pedale. Also das Portfolio von PRS wird ständig und stetig größer. Ganz genau. Ne? Also natürlich die Klassiker, hier ist die Silver Sky mit Maple Neck. Genau, wir haben hier eine SE Silver Sky mit Maple Neck. Die ist jetzt relativ frisch rausgekommen in dem Overland Grey. Eine wunderbare S-Type-Gitarre, dürfte hinlänglich bekannt sein. Dann haben wir hier sowas, eine CE24 Semi-Hollow, gibt es natürlich auch ohne das Hollow, als preiswerteste USA-Gitarre mit geschraubtem Hals, sieht man hier. Nebendran dann für die Fraktion, die es etwas heftiger haben möchte, Dusty Waring mit Floyd Rose System. Dann eine S2 in einer Single-Cut-Version. Die Pauls-Gitarre hinlänglich bekannt als Signature-Modell von Paul himself. Dann geht es hier weiter mit einer tollen Private Stock. Also das ist wirklich ein Knaller. Genau, die kannst du ja mal vor die Kamera holen. Ja, genau. Also hier mit One-Piece-Top, tollem Griffbrett. Und jetzt schaut euch das mal an hier. Swamp Ash Corpus, Riegel Ahorn, Hals. Also das ist so mal ein Bild, was zeigt, was Paul da so alles anstellt. Ja, da macht ja Paul keine Gefangenen, ne? Wenn es um Private Stock geht, das ist der Hammer. Ist er, Gott sei Dank, ein Nerd. Also, super Auswahl, die Gitarren. McCarty's, ganz genau. Noch, ja. Studios, Custom 24. Also ich habe versucht, so eine schöne Haribo-Mischung hier mitzubringen. Ganz genau, ganz genau. Hast du denn meinen Serienüberblick bei Session gesehen auf YouTube? Ja. Ist der Hammer, oder? Ja, ich hab's geschafft. Ich war überrascht, mit wie viel Akribie und mit wie viel Passion du PRS wiedergegeben hast. Genau. Du könntest eigentlich mein Nachfolger werden. Ganz genau. Mal nicht Fender oder Gibson, sondern mal PRS. Ja, genau. Aber das hat mich natürlich auch gereizt. Weil du wirst mit dem Alter offener, gell? Ich werde altersmilde. Ja, genau. Ganz klar. Alles gut. Nein, ohne Scheiß. Ihr habt ja viele Modelle am Start und da ist manchmal auch für den Spieler irgendwie etwas schwierig zu durchschauen. Es gibt die SEs, es gibt die USA-Serie, es gibt die Classic Electric, es gibt die Custom 24, es gibt die Private Stocks, es gibt die Paul's Guitar und so weiter. Und da wollte ich einfach mal ein bisschen aufräumen. Das finde ich auch sehr gut. Und das haben wir irgendwie auch hinbekommen. Hast du sehr, sehr toll gemacht. Dankeschön. Muss ich wirklich sagen. Also tolles Video. Genau. Tolles Video. Also, du bist hier, Freitag, Samstag, Sonntag. Freitag, Samstag, Sonntag. Ja. Bist für alle Schandtaten bereit, wie ich dich kenne? Sowieso. Sowieso. Wer mich kennt, weiß das. Ganz genau, perfekt. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, mache ich mal den Rasenreporter hier. Olli, super. Es war wie immer ein Fest. Ein Fest.